Willkommen zu Let's Play Paraworld. Letzten Part haben wir 9 Parts Piraten und Geiseln gemacht. Ich muss sagen, die Mission war schon geil. Wenn ich jetzt die Musik hier höre. Ich hab mal kurz meine Klappe. Das bringt mich irgendwie ein bisschen auf Fahrt. Die Musik ist schon geil irgendwie. Dann macht das Spiel auch ganz schön gut, finde ich. Die Atmosphäre und das alles. Atmosphäre, Musik. Manchmal die friedlichen Dinos, die rumstreifen. Das ist schon gut gemacht, das Spiel. Wir machen jetzt einen Wassertempel. Weil wir sind Auserwählte, die vom Himmel gefallen sind. Um jetzt sowas zu machen. Oh Gott, der Wassertempel. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich kann jetzt echt nicht sagen, was da für eine Mission war. Ich würde sagen, wir setzen 500. Einer. Ja, ich. 500 Punkte will ich hier einsetzen. 500 auf Stein und auf Holz. Denn Stein und Holz sind sowieso mal so ein Mangel. 700, 600. Und 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Ja, ich könnte jetzt da unten S hier G und sowas drücken, aber Holz und Steine sind, glaube ich, sau wichtig hier. Ja, davon gibt es ja immer so einen Mangel. Ohne diese Handelszentren bist du total verloren. Damit habe ich auch 9 Parts hat der letzte Part, also hat der letzte Kapitel gekostet. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Oh, das gibt ja viel. Ja, ich glaube, Fleisch können wir überleben. Ich wünsche, man könnte sich hier Schädel kaufen. Aber wir können auch nichts hören, bis auf den Erzdruiden, aber wer braucht den schon? Mal ernsthaft, wir brauchen einen Erzdruiden. Ich brauch den nicht. Tagebuch Stina. Oh. Sind wir auserwählt? Ich fühle mich nicht besonders auserwählt. Andererseits, vielleicht geht das anderen Auserwählten ja auch so. Was soll man schon von so einer Prophezeiung halten? Das ist wahrscheinlich wie mit einem Horoskop. Wenn man dran glaubt, dann passt es schon. Wenn nicht, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was immer dran sein mag, am besten wir tun, was man von uns erwartet. Wo sollte sich sonst ein Hinweis finden, wie wir wieder nach Hause kommen, wenn nicht in der verbotenen Bibliothek? Wer weiß, was wir noch dort finden. Es gibt hier einen Baum, den die Eingeborenen Baum der Erkenntnis nennen. Der Buja. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber ich habe mir fest vorgenommen, mich vor unserer Heimkehr, falls wir heimkehren, mit den Schöpfungsmythen diesseits der Tore eingehend zu beschäftigen. Okay, der Muir war übrigens ein Siege of Avalon, der Baum der Weisheit oder des Wissens oder sowas. Oh, was? Och, seid ihr immer noch sauer, wenn wir euch eure Geise geklaut haben, ihr Bastarde. Hinter uns Piraten und vor uns Wüste. Das war nicht immer Wüste. Es gab hier mal Wasser im Überfluss. Wie kommst du darauf? Dort drüben, das ist ein ausgetrockneter Flusslauf. Würde interessieren, wo er hinführt. Wir sollten ihn unbedingt... Ah, die Piraten. Und zwar schnell. Unsere Verfolger werden uns nicht mehr viel Zeit lassen. Ach, pff, die... Oh Gott, das sind schon viele. Die machen mir doch locker alle kalt, ey, so. In manchen Situationen lohnt es sich, ach, was? Eher die Flucht zu ergreifen, oh, statt einen aussichtslosen Kampf auszufechten. Ach, die... Pff. Lauf! Schnell. Immer schön weiter. Los geht's. Wahnsinnige verfolgen uns. Los geht's. Die Wahnsinnigen kommen. Oh, und diese... What the fuck? Die müssen uns echt nicht mögen. Wir wollten eure Geisel nicht klauen. Wir wollten nur, dass ihr sie freilasst. Freiwillig natürlich. Uiuiui. Ich glaube, das können wir vergessen. Die Armee des Todes. Die machen wir noch... Das? Ich dachte, wir hätten die Piraten endgültig besiegt. Naja, ein paar sind offensichtlich noch übrig. Ein paar? Ich nenne das eine Horde. Ja, genau. Nicht reden, Freunde. Laufen. Ein paar. Oh, wieso ist das so schnell? Los, Leute. Lauf! Schnell! Die Piraten. Ich will ihre Schädel alle einsammeln, ne? Ich will sie alle so gerne töten. Oh, was denn jetzt? Oh, wir haben Verbündete. Team Grün greift an.
kill die Piraten und ich will die Schädel haben. Ich will alle Schädel. Wir spielen ja immer noch Wüstenstand. Haha, Loser. Das war verdammt knapp. Ich wüsste nur zu gern, wem wir die Unterstützung zu verdanken. Oh, das sieht ja halbwegs zivilisiert aus. Alter Schwede, das Labor eines Wahnsinnigen. Also ich finde es echt sehr angenehm. Sieht schön aus. Eine zivilisierte. Das ist ja wirklich zivilisierte. Oder die Werkstatt eines Genies. Mach das mal besser aus. Aber warum denn? Mögen Sie keinen Kaffee? Sie sind... genau in der richtigen Stimmung für ein Tässchen. Ein Erfinder und Genie. Eine Kaffeemaschine in solcher Größe. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen, Nikolai? Eine Organisation namens FIS bot mir ein Forschungsprojekt an. Ich sollte eine Maschine konstruieren, die Tore zwischen den Welten öffnet, wann und wo immer man will. Schließlich gelang es mir. Und Jarvis Babbitt und ich feierten bis tief in die Nacht. Und er verriet mir seine Pläne. Er wollte diese Welt erobern. Er wollte sie für sich und die Seas ganz allein. Mit all ihren Bodenschätzen, Arbeitskräften, Kulturen und Wundern. Die Reichtümer dieser Dimension würden ihnen in unserer Heimatwelt mehr Macht und Einfluss verschaffen. Und die Errungenschaften unserer Zivilisation würden ihnen die Herrschaft über diese Welt sichern. In meiner Wut vernichtete ich meine Unterlagen und zerstörte die Maschine. Wie bist du hergekommen? Dafür schickten mich die Seas in die Verbannung. Haben Sie denn nie versucht, die Maschine noch einmal zu bauen? Ja, natürlich habe ich das. Sieht aber lustig aus. Das Einzige, was ihr fehlt, ist Strom. Aber hier gibt es nicht einmal Blitze. Warum kommst du nicht mit uns, Nikolai? Du hilfst uns dabei, die Wüste zu bewässern. Und wir bringen dich nach Hause. Mein Held. Dessen Genie. Einverstanden. Aber es wird nicht einfach. Die Wüstenreiter stauen den Fluss oben am Tempel und der ist gut befestigt. Wir sind die Wüstenreifer, Reiter. Ich habe gerade noch genug für meinen Kaffee. Ach, kein Thema, Meister. Ja, brechen wir einfach mittendrin ab. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe mir Tesla. Lauf! Sollte das so sein? Ich weiß nicht, ob da jetzt mehr Dialog. Oh Gott. Aber Moment mal, da war doch hier was. Norden. Nikolai Teslov. Der ist ein Genie. Auch wenn hier kein Strom gibt. Mit dem kannst du so viel machen. Also, diese Verteidigungstürme sind, glaube ich, die besten im Spiel. Die machen 200 Schaden. Monster! Kalimimi! Eine ganze Horde! Beide hätten sie uns zerfleischt. Sie waren riesig! Alter, regt die ab. Herde hier in der Nähe? Wir müssen sofort ihr Nest finden und sie ausschalten, bevor sie wirklich einen Schaden anrichtet. Die sind eigentlich so praktisch. So. Arbeit. Was gibt's? Arbeit. Die könnten jetzt aber wenig. Okay. Müsste es ja nicht ein Nest geben oder mehrere Nester. Wo kam die auf einmal her? Wie aus dem... Oh. Ich glaube, sie sind im Flusslauf gefolgt, bis direkt vor unserer Haustür. Ihr seid doch nicht die Piraten, ihr seid Wüstenreiter. Was wollt ihr von mir? Wieso wollen alle uns töten? Mal ernsthaft, was haben wir denn getan? Kaul, brauche ich dich nicht, ich weiß es nicht. Ah, scheiß drauf. Na, alles klar. So, den kann ja mal... ein bisschen schnell arbeiten, ne? Ich will kämpfen. Aber ja, da. Oh, wieso wollen die uns töten? Wir haben euch nichts getan, ihr Schweine. Noch nicht. Jetzt werdet ihr dafür böse. Wir haben ja nur so ein Ding. Ja. Okay, da ist das Felsen. Bräuchte einen Wagen mehr. Arbeit.
Das heißt, wir bauen eine provisorische Tierfarm. Das heißt nicht, dass ich werde sie gar nicht verkaufen. Hey, worauf wartet ihr? Oh, als erstes brauchen wir Fleisch und alles. Und die Galimi müssen wir auch mal erstmal loswerden. Das Gute jetzt, die Typen haben Fleisch. Drei Fleisch, drei Steine. Oh oh. Was wir brauchen, ist auch ein Level up. Dafür brauchen wir Holz. Ich glaube, Fleisch ist meine kleine. Komm, Digga. Hol raus. So. So, drei Fuzis holen Holz. Okay, jetzt haben wir die hier. Also irgendwo müssen die Galimi-Niminis. Ich glaube, die zwei hier oben irgendwo. Da ist es ja doch. Ein Schatz. Oh, die können mehr Ressourcen tragen, das ist wichtig. Nikolai Tesla, du bleibst sowieso hier. Also nimmst du diesen Schatz. Was gibt's zu tun? Ja, yeah, nur ein toter Galimimus ist ein guter Galimimus. Tja, dann zurück an die Arbeit. Jupp. Arbeiter ist hier. Okay. Schnell. Wie war das hier nochmal? Ich glaube, es gab hier nur zwei Eingänge. Einmal diesen ein. Nee, warte mal. Doch. Diesen Eingang? Nee, es gab drei Eingänge. Diesen? Nee. Mann, wo waren die Eingänge? Hier war, glaube ich, einer. Hier. Oh, nee. Doch hier? Hier? Oder? Ja, so müsste es sein. Und hier hinten war da auch noch einer, ja. Ja. Ey, wisst ihr, ihr könntet Holz sammeln. Arbeit. Ihr müsst ja nicht gleich immer warten auf mich. Mal ernsthaft. Gerade auch Holz brauche ich am meisten. Und Nikolai muss auch mal ein bisschen Level aufsteigen. Den will ich eigentlich direkt auf 100. Oh Gott, der braucht so viel, ey. Der baut nämlich die Tesla-Türme und das sind. Sind die besten Dinger. Aber ja. Das heißt, wir brauchen Schädel. Das könnte jetzt ein bisschen interessant werden. Was hast du vor? Ich will direkt die Türme bauen und ich weiß nicht, wo ich die Schädel herbekomme. Ich hätte die Galimimis nicht umbringen sollen. Laufen die eigentlich größere Monster herum? Oh, der kann ein Level abbekommen. Nur 30 Shell. Ja. Ich bin dabei. Los geht's. Wir müssen schauen. Wir bräuchten Monster, die wir töten. Ich brauche den Tesla-Turm. Und außerdem können wir jetzt ja eigentlich auch die Wege ein bisschen versperren. Oh, das sind drei dieser Giganten. Ne, ich glaube von unten. Kommt da von unten irgendwas? Es sieht ziemlich so aus, als könnte da was kommen. Ich weiß, dass hier oben irgendwas kam. Oder? Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob der da durch kann. Wir müssen es auch mal ausprobieren. Raffiniert. Lasst uns kämpfen. Ein Allosaurus ist doch eine Nummer zu groß für uns im Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob auch die Typen uns bemerken werden. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich will diese Tesla-Türme haben. Die sind unsere beste Verteidigung. Was brauchst du denn? Das ist ja noch nicht oben. Platz da. Monster? Wie viel Schädel gibst du? 7. Ich bin dabei. Lauf! Hier gibt's auch Steine, das ist so geil. Ich will jetzt auch nicht zu weit vorauslaufen. Ich weiß nicht, wo die Typen sind. Ich hab diesen Ort so lange nicht mehr gemacht. Lauf! Hier sieht's aus, als gibt's Monster. Ich glaube, die Typen
dürften uns auch fürs Erste in Ruhe lassen. Lagerkapazität kann man gehören und schneller arbeiten, auch nicht schlecht. Ich bin dabei. Nee, hier gibt's keine Monster. Lauf! Vorwärts! Oh oh, blöde Idee. Lauf! Los geht's! Ey, das ist cool. Ach, das sind unsere Türme. Aber trotzdem gefällt's mir nicht. Ah! Los, Allosaurusse! Fress die Schweine auf! Oh! Oh, ist das geil! Die Allosaurusse helfen mir! Ich glaub zwar nicht, dass das so gedacht ist, aber... Ha! Und die Vollidiot wollte die doch töten! Ja, der hat sich jetzt selbst ausgesperrt. Oh, ihr seid meine Freunde, ne? Ja, yeah, yes! Killt sie! Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ich hoffe, sie haben so einen Radius, dass sie irgendwann einfach wieder zurückgehen. Oh, ihr seid meine Schätze, William, ne? Ihr seid meine Schätzchen. Oh, ihr seid so süß. Ja, fress ihn! Nein, 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 du darfst nicht weggehen. Du darfst die Monster nicht zu mir locken, Mann. Okay. Hier war da auch noch irgendwas. Ne, hier konnten sie nicht durch. Aber hier. Wie schütze ich das jetzt? Das ist die Frage. Hier sind so viele Booms. Ich glaube, das kann ich gar nicht so schützen. Ich glaube, die Türen können... Ich bin mir nicht sicher. Ja, so kannst du das nicht machen. Oh oh. Ja, wird gemacht. Was für ein meine Freunde. Klappt ihr dir? Oh. Lauf. Nein, 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 nein. Lauf. Arbeiter. Arbeit geht klar. Oh, ich geh mal weiter runter. Hier unten sind auch eine jede Menge Büsche. Der Tesla-Turm macht das schon. Ich bin dabei. Aha. Ja, kommt, übertreibt es. Übertreibt es doch. Tesla-Turm, schieß sie ab, Mann. Schlagendes Argument. Schlagendes Argument, genau. Der Tesla-Turm ist so praktisch. Ich muss Nikolai hochschufen. Der muss Level 4 werden, Mann. Ich muss seine Türme. Übrigens, Nikolai kann übrigens auch Gebäude bauen, falls ihr es nicht wusstet. Lasst uns kämpfen. Okay, Nikolai. Level up. Jetzt können wir Tesla-Türme bauen. So. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Haha, Mann. Das Blöde ist, können wir da hochgehen? Ich weiß es nicht. Wir müssen Nikolais Tesla-Türme bauen. Tesla-Türme bauen. Meine Holzsammler. Die müssten mal hier hoch. Ja, die können hier. Okay, das können die wenigstens. Nee, 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 nee. Nicht der da, sondern hier, komm hoch, komm raus. Was ist zu Nikolai.
Du kannst einen zweiten Tesla-Turm bauen, das ist gut. Aber als allererstes brauchen wir eine Mauer. Die Zeit ist um. Aber nicht für mich. Wir hängen noch mal 20 Minuten drauf. So. Der Typ ist draußen, das heißt, der könnte auch mal hier hochfahren. Ich will den Baum hier loswerden und eine angemessene Mauer ziehen. Die Typen sollten ja nicht einfach so durchlaufen, wie es ihnen passt. Wie viel soll... 300, der braucht ein bisschen Zeit. Wie viel? 1000? Wie viel kostet so ein Tesla-Turm? Es geht jetzt ein